Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, im Keller der Qualen. Heute zu Gast der Konstantin. Ich habe ihn beim letzten Wettkampf vom Ewald gesehen. Da dachte ich mir, den letzte Mal ein. Der junge Herr kommt aus Stuttgart und wird sich jetzt mal vorstellen. Ja genau, ich bin der Konstantin, 19 Jahre alt. Wie gesagt schon, habe bei der GDFPF in Dortmund im Ewald mitgemacht. Gesamtsieg bei den Teenagern war drin. In der 100er Klasse bin ich gestartet. Ja. Und ja, vor einer Woche, also eine Woche später, dann hatte ich noch bei der UPC auch noch ein Powerlifting-Wettkampf. Konnte ich dann auch noch gewinnen. Bin ich eigentlich recht zufrieden und nächster Schritt wird dann die WM in Irland werden, ne? Mit dir? Mit dem Ewald, ja. Ja, ich bin am Start auf jeden Fall. Also, was haben wir heute vor? Also, heute gibt's bei mir Kniebeugen Front. Beim Konstantin gibt es ebenfalls Kniebeugen, jedoch hinten. Und da nehmen wir euch jetzt mit. Ein paar Sätze durch. Warm sind wir schon. Los genau. Geht's. Wir quatschen nicht mehr. Packen wir's an. Lower.
So, das ist die Laura. Also die haben einen viel kürzeren Weg. Was heißt, es gibt viel weniger Stress sozusagen für den unteren Rücken. Ja. Und für ihn ist das halt ein sehr großer Vorteil. Ja. Und er kann halt auch mehr mit dem Rücken mitarbeiten, denke ich mal. Also für dich jetzt. Ja, und genau, mehr mit dem Rücken und du hast halt auch einfach mehr Schub irgendwie. Also bei mir war das Gewicht ist mehr im Zentrum. Ist mehr im Zentrum, genau. Und du hast auch neigst dich dazu. Klar, man denkt, man ist bei der vorgebeugt, ist ja. Man auch. Aber zum Beispiel, was ich hier bei Hyper, Beuge und See, die gehen runter und dann erstmal so, weil das Gewicht halt weiter oben ist. Ich denke mal, wenn du jetzt runter gehst, ja. Runter, und die Stange ist Hyper, ja. Wenn sie dich nach vorne zieht, ja, dann hast du verloren. Dann hast du verloren. Also hast dann schmeißt sie dich nach vorne und dann kommt dieser Katzenbuckel, um dich aufzurichten. Genau. Hast du sie unten, hast du einmal sehr viel Kompression vom Schultergürtel und du hast einfach, du fühlst dich kompakter. Kann ich mir vorstellen. Ja, das stimmt. Ja, aber man braucht, was wichtig ist, man braucht halt die nötige Mobilität im Schultergürtel, dass man halt wirklich hier hinten reinkommt. Weil man legt sie ja hier hinten auf der Schulter ab. Ja. Und dass man erstmal hier hinten in die Position reinkommt, braucht man halt die nötige Überkopfmobilität und halt auch, sag ich mal, im Handgelenk ein bisschen, dass man hier hinten das stabilisieren kann. Aber man ist dann oben total fest. Man ist oben total fest. Ich habe auch, bei mir ist so, ich gehe rein, hebe die Stange raus und dann liegt die Stange nicht nur auf, sondern ich habe halt so einen kleinen Cue. Ich gehe hin und ziehe die richtig an mich ran. Also ich aktiviere gleich meinen Latt. Also du versuchst mit dem Ellbogen sie genau richtig an mich ran zu pressen, dass ich wie ein kompaktes Paket bin, einfach und dann. Ja, wir werden jetzt noch ein paar Sätze sehen von ihm. Ich beuge jetzt meine 180 Front fünfmal und dann gehe ich hoch. Also erster Arbeitssatz jetzt, Frontbeuge 180. Machen wir 5 Stück. Schauen, dass sie flüssig durchgehen. Feuer frei. Easy. Zum Thema Stangen, Ewald, komm mal rum. Wir haben hier ein Relikt aus sowjetischer Zeit. Ne, hier sieht man es nicht. Andere Seite, Ewald, komm mal mit. So, wenn man das mal abfilmen kann. Ja, perfekt. Ne? Sowjetstahl, Ewald, gell? Und hält immer noch, also siehst du mal hier. Das ist die beste Stange, was ich habe. Ja. Also, wenn ich jetzt von 20 da war. Und ja, mal schauen, was wir jetzt noch an Wiederholung raushauen. Ne? Also, 3 ist mindestens jetzt ein Ding. Gut! Jawohl, tschüss. 1, 2, komm, ein mach noch. Jawohl, ciao. Das ist ein Junge, das ist ein Junge. Wahnsinn. Komm, der letzte. Jawohl, schön. Super, stark. Wahnsinn. Ho. Neue PA, oder? Ja. Klasse. Woo. Was sagst du dazu, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Training gut läuft? Ich habe jetzt hier 5-mal die 2,20 gebeugt. Ja. Und wenn ich jetzt spontan auf 2,70, also mein Personal Best, steigern möchte, jetzt einen Versuch machen möchte, also mein Max austesten, ja. Findest du das gut oder würdest du ja sagen, warte beim nächsten Mal? Also, wenn du jetzt nicht unmittelbar in der Wettkampf vorbereitet bist, das heißt, wenn du jetzt nicht so, sag ich mal, im nächsten Monat oder so einen Wettkampf hast, ja. Dann. Ist einfach nur erstens unnötige Verletzungsgefahr. Ja. Zweitens, es bringt einfach für den Kraftaufbau bringt das nichts, wenn du jetzt deine Kraft testest, weil dein Körper, der muss adaptieren. Das heißt, wenn ich meinetwegen mit weniger Gewicht
noch ein paar mehr Wiederholungen machst, bringt es für deinen Kraftaufbau viel mehr, als wenn du jetzt schaust, ja gut, was schaffe ich denn heute? Weil und der Aspekt mit dem Nervensystem, also wenn ich jetzt genau, die 270 genau. auflege, ja. Schaff sie oder ich schaff sie nicht, ist es unnötiger Ballast sozusagen genau. für das Nervensystem. Das stimmt auch noch. Und den Satz, was du vorhin gesagt hast mit dem Krafttesten ist nicht gleich. Genau, Krafttesten ist nicht gleich Kraftaufbau. Das machen viele Anfänger falsch. Die gehen ins Fitnessstudio, laden sich die Gewichte drauf in jeder Einheit. Boah, scheiße, 100 Kilo ging man immer noch nicht. Ja. Nächstes Mal wieder probieren. Ja. Aber das bringt euch nicht weiter, weißt du? Das bringt euch einfach nicht weiter. Also man muss sozusagen auch Maß halten und sich nicht immer in die Besinnungslosigkeit reintrainieren. Genau. Seht ihr Leute? Man lernt immer dazu, man lernt nie aus. Unten die Pyramide aufbauen mit Volumen und dann zum Wettkampf hin. Oder wenn man einfach mal so testen will, mit Wiederholung runter, Intensität hoch und dann kann man mal schauen, was so drin liegt. Aber jetzt jedes Training so seine Leistungsgrenze auszuschöpfen, zum Beispiel bei mir auch. Ich gehe nie ans Muskelversagen eigentlich, also fast nie bei den Grundübungen. Also ich rede mir wenigstens hier von den Grundübungen, das heißt, wenn ich Kniebeuge, Kreuzheben oder Bankdrücken mache, gehe ich niemals ans Muskelversagen. Das ist immer so. Hast du im Training, sagen wir mal jetzt einen Monat oder eine Woche, im Jahr oder irgendwo was, wo du dann eine Woche lang rollst, jemand bis zum Versagen oder baust du kontinuierlich mit kleinen Schritten auf? Bei mir ist es auch so, ich baue wirklich immer kontinuierlich auf, weil ich gehe ins Gym und weiß, okay, ich schaffe die Einheit. Ich gehe nicht hin und denke so, fuck, 120 wird richtig eng heute oder so, weißt du? Dass du dir sozusagen den Kopf. Genau, ich fix. Ich mache meinen Kopf frei und sage, es wird easy, ich schaffe das. Ja, ja. Weil es ist nicht schwer, ich habe auch noch ein oder zwei im Tank hinten raus. Das glaube ich, das machen viele Leute, die jetzt anfangen zu trainieren. Genau, das machen viele falsch. Deswegen macht euch mal da Gedanken drüber, wie er sagt, dass man wirklich von heute auf morgen stark. Ja, man braucht eine Zeit. Und immer dieses Muskelversagen, dass man morgens, ich kenne es von früher auch, hab hart trainiert bis zum Beugen meine Anfangstage, bin morgens aus dem Bett raus und hab gedacht, gehst zum Arzt, du machst einen gelben. Ne? Ja, klar. Und dem vorzubeugen, Step by Step. Und dann passt das. Ne? Dann setzt auch keine Stagnation so schnell ein. Das genau. Ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und mit den warmen Worten verabschieden wir uns gleich. Ja. Kommen noch ein paar Sätze jetzt. Genau. Wir hoffen, euch hat es gefallen, konntet was lernen. Ja. Wenn ihr Fragen habt zu uns beiden, alles in die Kommentare rein. So, zum gepflegten Abschluss meines Frontbeugetrainings mache ich jetzt noch Frontbeugen pausierend. Also ich gehe jetzt in die Hocke runter, halte die Spannung. Konstantin hinten dran gibt mir dann das Aufsignal, dann stehe ich mit dem Gewicht auf und wiederhole das dreimal. Wichtig hier, wenn man runtergeht, bitte nicht entspannen. Sich bitte nicht einfach so in die Gelenke reinfallen lassen und unten sitzen, sondern mit einer Spannung, weil das ist auch der Sinn der Sache, dass man die Muskeln unter Kontraktion hält. Und zieht es euch einfach rein. Auf geht's. So, 21, 22, 23. Super, komm. 21, 22, 23. Komm, eine geht noch. 21, 22, 23. Schuh. Super. Ja, das hilft extra nochmal, die Kraft von unten raus ein bisschen aufzubauen und die Stabilität in der Hocke. Versucht es mal so mit 60 Kilo, nicht gleich mit 180. Und ihr werdet sehen, ihr werdet verdammt stark in der Beuge. Ist auch sehr gut für die hintere Beuge, Stabilität der Hüfte. Und Konstantin macht jetzt noch einen Satz.